Alter. Wahrheit oder Pflicht? Luzi, du kannst ja so Fragen stellen mit entweder oder. So wie vorhin, Sommer oder Winter, Nutella mit oder ohne Butter und so. Klassiker. Nein, einfach nein. Super. Wirklich. Abenteuer oder Romantik? Von beiden ein bisschen. Ein bisschen Mix aus allem, ja. Ja, in einer Stunde die anderen zwei aus ihrem Zimmer rausgehen. Welche anderen zwei? Wie geht's aus? Wie geht's aus schlafen? Tschüss, Bubi, mach's gut. Ja. Zwei Freunde, mit denen ich. Du bist im Urlaub und schaust uns zu. Oh Gott, danke. Wo bist du, Simon? Habt ihr schönes Wetter im Urlaub? Wenn du in der Sonne bist, dann schick die mal her. Mhm. Mhm. Oh. Cool. Sehr aber der cool. Ist auch windig, ne? Lieber Strand oder Natur? Strand. Strand, definitiv. Oh, doch so warm? Auch voll cool. Richtig cool. Also wäre das nächste, nicht liebe. Hi, Christian. Weder noch. Disco oder Festival? Festival. Kommt drauf an, was für ein Festival. Kommt drauf an, was für ein Festival. Ich war tatsächlich noch nicht so oft auf dem Festival. Es ist auch noch hell. Toll. Bei uns ist stockdüster und das ist gerade mal 6:30. Wie lange bist du noch im Urlaub, Simon? Alles gut bei euch? Ja, Christian, bei uns ist alles gut. Danke für die Rose. Lieber essen gehen oder selber kochen? Also einmal in der Woche essen gehen. Tag. Lieber Landschaft erkunden oder tauchen? Nee, wenn dann Landschaft erkunden und tauchen. Mach das. Achso. Klingt auf jeden Fall cool, Simon. Und noch eine Woche. Die schmecken oder hören. Naja, gut, wenn du nichts riechst, dann schmeckst du ja auch. Ich glaube, ich möchte nichts mehr hören. Ich glaube auch, weil wenn du nichts riechst, schmeckst du ja gleichzeitig auch gar nichts. Also. Nee, es sind noch Nudeln drin. Bis später, Christian. Schön, Karama, dass du Liebe empfindest. Geld oder Liebe? Liebe. Liebe. Armdrücken oder eure komische Spielleiter? Ja, Jules. Armdrücken oder das komische Spiel? Ich muss los. Tschüss. Möchte jemand anders mit mir Spiel spielen? Gehen denen die Fragen aus? Sehr einfallslos. Spaß. Jules muss sich mal entscheiden. Ja, Frauen, können Sie nicht entscheiden? Ich möchte ein Spiel erinnern, aber schnell an so. Okay, dann spielen wir es nicht. Mehr ist noch wegen dem Spiel. Oder nur das Shrimp on the Board. Ich muss noch putzen, ich muss noch alles machen. Ich habe keine Zeit für das Spiel. Ich gebe dir ein Rätsel. Hau raus, Süßer. Wir warten, ja, ich warte auch. Hm.
Dann nimm dir Zeit. Simon, du bist mein Mann. Jules hat Termine. Cool, dass ihr auch an der Jules schreibt. Ich schiebe es auf morgen. Ich kann sowas nicht auf morgen verschieben. Du sogar, kannst du sogar auf übermorgen verschieben, oder? Kann ich auch nicht. Ja, es ist ganz schwer, meinen Kopf zu halten. Da steckt so viel drin. Das ist schwer. Das ist Wahnsinn. Ja, ist klar. Übermorgen, weird accent. Where are you from? Liverpool? No, Daniel, from Germany. Es ist schön anzusehen und liegt wie Butter in den Händen. Es ist schön anzusehen und liegt wie Butter in den Händen. Seife. Ja, Seife! Hi, Sabi! Das meinte ich nicht. Achso, Simon. Toll! Ja, das ist nur mir so, als ich 20 Mal am drin gefordert wurde, interessiert es mich plötzlich. Das wird aber nicht passieren, das Abendrücken. Wenn dann das Spiel. Das ist weder zuerst dran. Noch. Marvel oder DC? Marvel. Ja. Wo ich jetzt auch noch nicht so viele Filme davon gesehen hätte. Falsch. Okay, es war falsch, Butter. Pfeife. Es liegt wie Butter in der Hand. Das ist schön zu sehen. Ja, Butter. Butter. Was ist schön anzusehen? Gib uns mal einen Tipp. Creme. Die Creme de la Creme. Nee, das war richtig. Was war jetzt richtig? Was war richtig? War die Seife richtig? Nicht nur das Internet hat Bambus, leider. Verstehe ich nicht. Simon lacht wieder nur. Simon, du musst doch langsam mal einen Krampf bekommen. Wie verwirrt. Ja. Zu Hause filmen oder ins Kino gehen? Zu Hause. Ja, zu Hause. Definitiv zu Hause. Im Kino schlafe ich immer, also werde ich immer total schnell müde dann. Kino ist immer so unbequem, dann sitzen da rumzugammeln. Ja. Wie verwirrt, wieso? Ja, wieso? Wieso lachst du? Naja, du musst ja mal jetzt langsam von deinem ganzen Lachen einen Krampf bekommen. Geht's nicht Disco? Disco, Disco, Party, Party? Ja, hallo, dauert noch. Mach mal, es ist schon anzusehen. Ist schön anzusehen. Ja, Popcorn ist das. Popcorn im Kino ist. Kann man nicht vergleichen, das stimmt. Es ist schön. Ich hab keine Ahnung. Gibt's noch einen Tipp? Einer geht noch. Monique, wo geht's denn? Wo gehst du hin? Sag das uns mal. Und viel Spaß beim Fertigmachen. Was ziehst du an? Wie süßer Daumen hoch. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Ihr müsst bitte gleich lauter reden, Tim. Ja, hatten wir recht? Okay. Hatten wir recht mit Frauen? Hast du jetzt richtig? Ist was für ein Bambusort lebt ihr? Die Hütte nach Weiko. Ach Gott, da war ich auch schon ewig nichts mehr. Das war noch Zeiten. Viel Spaß. Hello from Kroatia, hello, Ivička. Und was für ein Bambusort lebt ihr in der tiefsten Pampas? Das fragen wir uns auch. Eine Jeans und ein Oberteil, ein weißes. Das klingt gut. Schön. Ihr zwei. Oh, es ist der. Ey, ich bin ein Fuchs. Ich bin ein richtiger Fuchs. Mensch, da geht das Herz doch gerade auf. Du hast recht. Dass Frauen schon anzusehen sind und wie Butter in der Hand liegen. Gibt schon die Beats das Vergleich? Bis zu früh. Bis
Oder ein bisschen später. Ein bisschen nachher. Chill mit Öl. Hello, James. Also ich lese da Janis. Ich kann nicht richtig lesen. Und ich habe eine Brille auf. Oh Gott. Ja, dann musst du da gucken. Ja, dann guck ich da. Wie ist... Ja, sie ist fertig. Nein, nein, ich muss noch eine Portion holen. Ja. Okay, leg los, zweites Rätsel. Ja. Tür ist offen. Habe ich ihr doch geschrieben. Offen. Nein, ist doch nicht offen. Ist doch nicht offen. Ja. Pfeife. Schön, ne? Pizza. Nicht offen. Pizza. Oh, Pizza. Oh. Pizza, Pasta. Und Amore. Eins ist schön. Hello. Hallo. Dann bist du aufgehangen. Und du da an. Geburtstag. Ich habe mir neue Schuhe. Was für eine Pizza, Simon? Die, wo deine Mutter auch hat. Ach, die haben es mir so angetan. Was ist da? Meine Schwester ist gerade gekommen. Ja. Die sieht man nicht, gell? Die sieht man ja nicht. Nee. Ja, mein Paket ist doch gekommen. Ja, die war vorhin auch noch mal da und hatte Isabelle jetzt auch. Ja, war cool. Das werde ich jetzt abschließen. Jetzt wird gespielt. War jetzt bei dir Packstation? Danke, Johann, für die Rose. Extra bekommen. Ja, weil Isabel die jetzt nämlich jetzt in der Packstation abholen kann. Echt? Und jetzt noch vertraut. Also, ich bin bereit. Ich muss Essen holen und Müll wegschmeißen. Das ist ja in 2 Minuten erledigt. Nein! Hallo, Christian. Zeig. Ich weiß nicht, willst du mal dich zeigen oder willst du dich nicht zeigen? Willst du dich zeigen? Später. Später. Aber wir sind uns gar nicht ähnlich. Kannst du dann mal sagen, Simon, ob wir uns ähnlich sehen oder nicht? Aber ich finde nicht so. Was macht ihr denn Schönes? Christian, also folgendes. Folgendes Szenario. Und zwar möchte ich gerne mit meiner Mitbewohnerin dieses Spiel hier spielen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber sie möchte nicht. Ja, und sonst machen wir nicht so viel und sonst quatschen wir. Die mit der Brille ist auch bereit. Du hast ein gutes Gespür für Gefühle. Er fühlt, dass du bereit bist. Ich bin bereit, nicht. Jo. Nein. Bin bereit für mich? Nee. Wieso guckst du so niedlich? Ich guck doch nicht niedlich. Der Ungeimpfte. Sie möchte. Sie will's insgeheim, aber sie traut sich noch nicht so. Kann man ja auch irgendwo verstehen, weil es auch ein bisschen affig ausschaut. Aber das ist mir sowas von egal. Weil es mir egal ist. Niedlich ist anders. Die wieder, lol. Hi, hi, Daniel. Gibt's ein Laili? Ein Laili, ein Laili. Mein Name hat auch was ist geil. Ich kann auch ernst. Bin der Ernst in Person. 2 Rätsel, ihr seht es jeden Tag. Jules, 2. Rätsel, wir sehen es jeden Tag. Uns im Spiegel? Mich selber. Mach mal ernst. Klopapier. Jetzt wird's richtig. Die Kloschüssel. Die Kloschüssel. Hi.
Hattest du was geschrieben? Ich lege einen Zusatz sogar. Danke, du Ungeimpfte. Sehr nett von dir. Es hat aber bei dir geklingelt. Ja, und ich habe auch die Tür aufgemacht, wie sie es gehört. Und meine Schwester ist da. Falsch, noch zwei Versuche. Sehen wir jeden Tag. Ist es eine Person oder ist es ein Ding? Also eine Sache? Ja, aber was für eine Pizza? Ich hab's, Dark Evolution, hau raus. Was ist das? Was sehen wir jeden Tag? Haben wir schon nicht mehr so eine hübsche Dame gesehen. Danke, Honkhausen. Also, ich stehe auf dem Schlauch, ich weiß nicht, was du meinst. Die mit der Brille ist wieder Spiegel. Du hast. Lese es dir nochmal durch. Ja, das ist immer gar nicht so einfach, damit zu lesen. Das hat er. Ich kann es nicht finden. Was machst du? Hier? Ja? Es geht dich gar nichts an. Darf man fragen, wie alt du bist? Nee, das möchten wir nicht sagen. Aber es macht ja auch nichts. Damit kannst du nicht wirklich was anfangen, Dr. Honkhausen, schätze ich mal, oder? Ich weiß, wer mit dir spielt. Wer? Die kann nicht. Also eine Erklärung. Achtung. Aber Fragen darf ich ja. Auf jeden Fall. Also wir fragen, könnt ihr alles, ob wir darauf antworten. Wie gesagt, das ist die zweite Frage. Wir sind aber nicht. Quinkayo. Die Gazo. Ja, da drüben kannst du ausmachen. Ja, unsere Getränke stehen noch drüben. Wir haben nur die Kajo geholt. Kajo ist reiß. Die Katze will mitspielen. Ja, ich sag ja, die Katze spielt mit. Also Simon ist meine Schwester. Wann bist du denn geboren? Darauf halte ich nicht rein. Bitte immer mehr Damen. Es hat bei dir geklingelt. Ich habe dann einfach Pizza geschrieben. Ach so. Ja, schön wär's, wenn es Pizza gewesen wäre. Wir dachten, du isst eine Pizza. Hallo, ihre Schwester. Hi. Oh, ich dreck dich. Queen Kayo. Das letzte Mal Queen sie sehen. Voll in den Bildschirm hinter. Danke, Liu. Leuwe. Gaio! Ja. Eine Katze. Da muss ich Guggenhaare sagen. Wie schief wohl rein. Er heißt die Katze Kaya. Ah, danke, Johann, für den Panther. Queen Kayo. Kayo. Also, die hat viele Namen. Einmal Shiri, Kaya, Kaios. Ich gebe dir einen Hinweis. Braucht ihr drei. Ja, drei jeden Tag. Warte mal, was wir jeden Tag sehen, was wir jeden Tag brauchen. Eine Haarbürste. Eine Zahnbürste. Ein Handy. Ein Ladekabel. Zeig mal. Kamelfuß? Ich habe keinen Kamelfuß. Da könnt ihr mal unter den Schwesternamen drücken. Was? Nein, aber die spielen dann bestimmt das mit. Nee. Siehst du, die spielen auch. Das will keiner spielen. Ich glaub's ja nicht. Ich will nämlich die spielen, bestimmt. Ich will's nämlich auch nicht mitspielen. Zahnbürste war richtig. Ja! Guck! Und das andere habe ich vorhin auch nicht. Ding, 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 ding.
I know, it's not. I don't think so. So, jetzt spielt ihr das. Ja. Hätte ich auch gesagt. Drei, die spielen, wollen das aber nicht tun. Nee, zwei, die wollen es nicht tun. Ich würde es ja machen, weil es richtig lustig ist. Ah, Lucia. Man wird es wohl nie erfahren. Die mit der Brille wird anfangen, ja, denke ich auch. Sollte sie auf jeden Fall. Aber drei echt tolle Frauen, danke. Jetzt ist noch eine da. Danke, Andi, für die Rosen. Danke, Uwe, liebe Grüße aus Bayern. Andi, danke für den Rosenstrauß. Sehr, sehr nett. Mensch, ja. Ich warte auch noch auf den Tag, dass wir das Spiel spielen. Die, die immer da ist. Ja. Wenigstens natürlich nicht wie viele andere hier. Klar. Drei und letztes Rätsel. Ja, süßer, hau raus. Ich versuch's mal zu beantworten. Was, ihr kommt aus Bayern? Ja. Tun wir. Danke, Andi, für die Rosen. Wo kommt ihr so her? Also wenn ihr mögt, könnt ihr das reinschreiben. Hi, Mrs. White. Hallo, Sven, ich komme aus dem Norden. Was für ein Zufall. Maulburg. Wo ist Maulburg? Hab ich noch nie gehört. Danke fürs Grünchen. Ich frage jetzt auch nicht, wo Basel hinter der ist. Ach, Basel, okay. Das gibt mehr Sinn. Alles klar. Niedersachsen, alle total verstreut. Was steht heute noch an? Andi, bei mir eigentlich nichts mehr. Ich bleibe jetzt noch auf der Couch. Genau, und sonst Fernsehen schauen oder sowas dann später. Also wenn jemand eine gute Filmempfehlung hat, immer her damit. Und die Jules, die wollte dann noch mit ihrem Bruder feiern gehen, weil der jetzt zu Besuch da ist. Genau. Kennst du Basel? Ja, Basel kenne ich tatsächlich. Das sagt mir was, aber Maulburg nicht. Nee, nur Animes. Okay, ja, das schaue ich leider nicht. Also so Action könnte ich jetzt vertragen. Epic Movie ist ein toller Film. Okay. Merke ich mir auf jeden Fall. Kann ich dir empfehlen. Okay, dreh gleich noch eine Runde mit dem Hundi. Sehr schön, dass da auch mal rauskommt. Ein kleines Dorf. Also auch ein Dorf kennt Simon. Dann in die Bar. Klingt gut, Andi. Viel Spaß in der Bar auf jeden Fall. Schau nicht zu weit ins Glas. Black Adam im Kino. Nee, also Kino wird es auf jeden Fall heute nicht. Es ist warm und ist dir sehr nah. Stimmt, es ist das Herz. Das ist das Herz, das ist richtig. Und Black Adam. Nee, sehr gut. Ja, also wie gesagt, heute werde ich auf jeden Fall zu Hause bleiben. Da ist das nix mit Kino. Obwohl ich tatsächlich auch schon ewig in meinem Kino war. Hat einen